Ich hatte meinen Twitter-Retweet vergessen. Krallenhandschuhe erinnert mich an die guten alten Zeiten. Okay. Kannst du die nutzen? Oh. Er kann sie nutzen, aber ja, ich weiß, was du mit den guten alten Zeiten meint. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Ja, wir sind hier immer noch auf der Suche nach Laura. Und ich glaube, wir haben hier so ein paar Türen letzthin geöffnet. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir hier schon... Ja, okay. Wir sind hier durch diese Tür schon durch, okay. Dann müsste jetzt, glaube ich, da rechts wahrscheinlich eine aufgegangen sein, die wir noch nicht kennen. Okay. Och, jetzt blockiert mir die Maus auch noch. Ernsthaft? Ah, jetzt hier kann ich durch, okay. Wir müssen jetzt halt nur rausfinden, wo wir jetzt weiter können. Sie ist versiegelt. Hä? Was? Wie? Wo? Weshalb? Die will nicht anrühren. Nee. Aber vielleicht muss ich jetzt einen anrühren. Moment. Habe ich hier genug... Ja gut, andererseits habe ich ja gerade erst gespeichert, also, let's go. Hat sich was geändert? Irgendwas hat sich geschlossen, okay. Geöffnet? Immer diese Umwege, ja. Das erkennt er so gut, wenn sich was geöffnet und geschlossen hat, okay. Na klar. Aber jetzt warte mal, war ich überhaupt... Fahre fort. War ich überhaupt, Das muss ich jetzt doch mal checken. Habe ich die Schalter überhaupt umgelegt? Ja, hier ist eine umgelegt. Ah, da sagte es nichts zu. Okay... Fasst er besser nicht mehr an? Okay. Wenn ich jetzt den hier einfach mal... so mache... Dam, badam, dam, dam. Komme ich hier nicht durch? Oh Mann! Ich will doch nur wissen, wie ich die dämlichen Türen aufkriege. Oh. Ah, okay, hier waren wir noch nicht. Okay, so also. Sehr schön. Da 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 da. Wüstenbisasam, oh Mann. Wüstenbisasam, sozusagen. Aber halb so wild. Keine Mauhaut hier. Die hauen hier drauf. Das wird schon passen. Keine Mauhaut ja eh raus. Oh. Oh. Könnte der nicht mal Hysterie hervorrufen? Das wäre recht nett von ihm. Melis. Ich habe halt auch keine Drachenbranke mehr. Da 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 dam dam ba dam. Mach platt. Jawohl. Critical. Kann ausweichen. Sehr schön. Ja gut, solange sie nur auf- und abspringen, ist es mir wurscht. Da 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 dam. Hysterie. Das sind sehr hysterisch, die Viecher. Das finde ich gut. Da, da, dam, bam, bam. Lässt sich nicht beirren. Oh Mann. Da, da, dam. Mach schon platt. Ich will die hier blätten. Oh yeah. Jawohl. Jawohl. Das ist easy. Es ist nur noch Enter drücken. So muss das. Da-ba-ba-da-dam. Hä? Moment mal. Ich muss hier kurz was checken. Das war gestern. Ach so, nee, okay, passt.
Ich hab grad gedacht, hier mein Bot, den, da habe ich vorher was Neues eingebaut und den neu gestartet, dass der beim Neustarten so ein bisschen gespackt hätte, aber nee, es passt alles. Passt alles mit meinem Discord-Bot. Ich hatte meinen Twitter-Retweet vergessen. Krallenhandschuhe erinnert mich an die guten alten Zeiten. Okay. Kannst du die nutzen? Oh. Er kann sie nutzen, aber ja, ich weiß, was du mit den guten alten Zeiten meint. Stahlgrale. Aber sonst kann sie niemand nutzen. Nö. Nö, nö. Und wenn er die jetzt nutzt, kann er dann einen. Nö. Dam, ba, dam, dam, dam. Da geht's 20 hoch. Und dann jeweils nochmal 2. Da geht's 30. Ja, da wohl Chaos. Okay. Okay. Ist hier verschlossen, oder? Ah, hier ist nur lediglich ein Schalter. Den merken wir uns mal. Ich würde mal sagen, da darf mal wieder jemand hier MP lutschen. Habe ich nichts mehr mit MP? Ja doch, hier müsste. Also. Gib ihm. Ja, warte mal, wie viel macht so eine Mistel? 250? Dann kriegt er auch mal. So. Nur so zur Sicherheit. Alles klar. Alles klar. Melis, Angriff, Angriff, Drachenbranke. Das ist mir jetzt zu doof. Die müssen jetzt ein bisschen schneller gehen als vorher. So. Da 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 dam. Die hauen drauf, weil sie es kann. Ja. Macht es einfach kaputt. So, jetzt das haben wir doch gleich, oder? Bam, bum. Na also. Erledigt. Weißmünze. Keine Ahnung, was Weißmünze macht. Aber ich glaube, dass eine Ariel mal ganz gut wäre. Von dieser Seite kann ich jetzt nicht öffnen. Okay, vielleicht auch doch. Zwei Barrieren und ein alter Gral. Zwei Riten und zwei Pentakel. Wer jetzt halt noch wüsste, was das ganze Zeug ist. Barriere, alter Gral, Pentakel. Pentakel haben wir hier, Agi. Alter Gral, Geist. Barriere, Verteidigung. Ach so. Wie wär's, wenn ich das jetzt all in meinem Jamon reinknall? Bei Geist könnte ich vielleicht eher dem Ellen reinhauen. Pentakel war Agi. Das kriegt auch er. Barriere. Wer stirbt denn im Zweifelsfall schnell? Sie hier. Ah, okay, und eins noch auf ihn hier. Und dann Riten, Angriff. Geb ich vielleicht mal dem Tarian. So. Haben wir hier sonst noch was? Dam, dam. Wo ist jetzt diese komische Dings da? Wie hieß es doch gleich? Die wir die ganze Zeit suchen. Wie er sie genannt hat, die Kröte. Laura hieß sie doch, oder? Die hat doch immer ihren Stern gesucht. Ja, Laura müsste es gewesen sein. Schalter umlegen. Aber sowas von. Oh. Hier scheint auch niemand zu sein. Suchst du mich? Upsi. Das wirkt jetzt irgendwie nicht gut. Schnell, wir müssen zurück. Schnell. Oh. Aber speichern, so viel Zeit muss sein. Wahrscheinlich ist hier aufgegangen, oder?
Du kleine Kröte, glaubst du etwa, du kannst etwas gegen mich ausrichten oder es mit mir aufnehmen? Puh, das ist aber eine schwere Brocken. Ich glaube, allein schaffe ich das nicht. Versucht euch erst gar nicht wegzuteleportieren. Dieser Raum ist längst von mir versiegelt worden. Du fühlst dich wohl stark, wenn du auf kleine Mädchen losgehen kannst. Aber eins sag ich dir, ich mag noch jung und unerfahren sein. Aber ich bin weder schwach, noch völlig hilflos, du mächtiger Fiesling. Da, 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 da. Ich bin beeindruckt. Du kannst ja doch etwas noch mehr als nur herumzuschnattern, kleines Mädchen. Dieses Gesicht, das ist doch... Überrascht? Nicht mehr als ich. Da, aber du bist doch hier, oder etwa nicht? Was? Du bist... Na los, sprich es aus. Im Inneren hast du doch immer gewusst, hast du es doch immer gewusst, nicht wahr? Wir beide sind uns da in vielen Dingen ähnlich. Du magst mein Gesicht tragen, aber das ist auch schon alles. Bis vor kurzem standest du mir in Boshaftigkeit nichts nach. Oder haben wir da etwa etwas vergessen? Keineswegs. Aber dies war nichts weiter als die Auswirkung eines Zaubers. Dadurch habe ich mich in meinen eigenen Albtraum verwandelt. Aber nun bin ich bereit, meine Fehler einzugestehen und meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Du Narr! Mit 2a wie Dar! Das glaubst du doch selbst nicht. Um kein Deut bist du besser als ich. Schon immer schlummerte die dunkle Macht in dir. Und sie wird es immer sein. Es hat also keinen Sinn, seinen eigenen inneren Trieb zu unterdrücken. Das macht dich nur schwächer, als es deine dummen Gefühle für diese ohnehin schwachen Menschen nur schon tun. Unsinn. Man muss nicht unbedingt immer wieder seine Macht benutzen, um Stärke zu demonstrieren. Ich werde dieses Werkzeug der Zerstörung höchstens nur noch dazu benutzen, um Abschaum wie dich von dieser Welt zu bannen. Zitze, wenn du das tust, bist du erst recht um keinen Deut besser als meine Wenigkeit. Große Talente sind nun mal dazu da, um sie einzusetzen, wenn man ernste Ziele setzt. Ja, und an erster Stelle beherrscht die Macht dich und nicht umgekehrt. Merk dir das. Ich brauche von dir keine Belehrungen, also lass das gefälligst. Du wirst ja plötzlich richtig wütend. Wo ist denn da deine Sensibilität geblieben, von denen du eben noch gesprochen hast? Angeblich sollst du ja noch immer die Gütigkeit deiner Mutter in dir tragen. Aber wo ist sie nur? Ich sehe nur einen Mann, der von tiefstem Hass erfüllt ist. Da stehst du nun mit tödlichem Blick auf mich gerichtet und bist bereit, den Opfer den Todesstoß zu vollsetzen. Wie so viele Male davor. Es ist das Rot des Blutes, das deinen Alltag bestimmt, und je mehr du dich dagegen wehrst, umso tiefer wird die Furcht darüber sein. Ja, ich weiß nur allzu gut, wie du dich fühlst, denn auch ich habe so empfunden, als ich in deinem Alter war. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dich diese Macht zerreißt. Das wird nicht geschehen. Ich werde mich ändern. Einst habe ich ebenso gedacht, mich zurückgezogen, und angefangen, diese dunklen Flecken aus meiner Brust zu schlagen. Vergebens! Und so sehr du dich gegen dein eigenes Schicksal wehrst, du wirst versagen. Das werden wir ja sehen. Ich habe das ungute Gefühl, du kennst diesen Kerl. Sag mir jetzt nicht, dass der mit uns verwandt ist. Oh doch, mein großer, unsensibler Bruder. Was? Aber er ist mein älteres Ich, Nadan. Ich befürchte, wenn ich nichts dagegen unternehme, werde ich genauso enden. Versuch es nur. Es wird dir nur dein Leben kosten. Und ihr da tut jetzt nicht so überrascht. Ich war doch schon immer etwas abgedreht und habe Leute nur zum Spaß abgeschlachtet.
Was machen dann ein paar hundert Leute mehr schon aus? Sie waren eben schwach und mussten sterben. Nur so konnte ich die Macht an mich reißen und eine weitaus stärkere Truppe auf die Beine stellen. Mein älteres Ego war leider so töricht und hat die Hilfe dieser Weltraumhexe nicht angenommen. Mir sollte dieser Fehler nicht passieren. Aber wie es auch so aussieht, habe ich mein jüngeres Ich wohl etwas unterschätzt. Es wird auch kein nächstes Mal geben, du Bastard. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht möglich ist, die Vergangenheit zu ändern, ohne dass es Konsequenzen haben wird. Aber die Zukunft steht noch nicht fest. Also ist sie nichts weiter als eine Vision. Das sind nichts weiter als leere Worte. Zeig mir lieber, wie diese Vision aussehen soll. Mit Vergnügen. Ich habe zwar ein ungutes Gefühl dabei, deinem älteren Ich das Licht auszublasen, aber wenn du meine Unterstützung brauchst, hast du sie. Eine verwirrende Szenerie, da möchte ich ungern fehlen. Du müsst das nicht tun, ich schaff das auch allein. Du wirst dir so oder so helfen lassen müssen. Ich werde als dein älterer Bruder niemals zulassen, dass du so endest. Lass dir von diesem Milchgesicht nichts Falsches einreden, Jamor. Schon allein, dass wir hier neben dir stehen und dich unterstützen, wird den Lauf der Zeit sehr wohl ändern. Es ist völlig sinnlos, sich an irgendwelchen Gefühlen festzukrallen. Also gib es endlich auf! Schnauze, dich erledigen wir mit verbundenen Augen und dann ist diese Geschichte ein für alle Mal Vergangenheit. Oh, wie sie ihn wegstößt. Närrin, deine Hochnäsigkeit wird dir eines Tages zum Verhängnis werden. Kann schon sein. Lassen wir es drauf ankommen. En garde! Sordak erwischt. Mal wieder. Aber ich würde sagen, wir erwischen ihn im nächsten Part. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.